Hallo zusammen, jo, wir sind back in the USA und ja, es geht weiter hier und wir werden auch gleich den neuen Traktor kaufen. Diesmal habe ich ihn nicht vergessen und ich habe auch noch ein paar mehr Mods mit reingenommen, aber erstmal hier. Der Fendt GT, der 255er, kommt hier auf den Hof mit der Kipper-Einrichtung vorne. Wir lassen ihn so standardmäßig, wie er ist. Wir kaufen den und dazu eben die Mulde. Aber als Mulde haben wir 4.500 Liter Kapazität. Das kommt auf jeden Fall dazu. Wir hätten hier jetzt noch eben Messerbalken, wir könnten Frontlader anbauen oder so einen Tank. Brauchen wir alles nicht. Aber jetzt habe ich noch einen Mod mit reingenommen. Und zwar ist das ein alter Bekannter sozusagen. Ne, hier ist er nicht drin. Den kennen wir aus dem LS19. Der Tiefenlockerer, der ein Flug ist. Und jetzt das ganz Schöne, 6 Meter, 17 km/h, so kennt man ihn. Aber wir können ihn auch als 9 Meter Variante nehmen. Da brauchen wir 320 PS. Ich weiß gar nicht, ob wir, doch die müssten wir aber haben, oder? Warte mal. ja, wir haben 435. Also der wird auf jeden Fall gekauft und eben in der großen Variante. Wir nehmen ihn in New Holland Blau und Schwarz. Silberne Zinken. So sieht er gut aus. Aber kostet 19.600. Den kaufen wir uns. Weil dann können wir rein theoretisch unseren Flug wegfahren. Und wir werden jetzt aber erstmal, guck mal hier, ist er nicht schön? Da nehmen wir nämlich jetzt einmal die Mulde mit und wir nehmen den Flug mit, aber wir nehmen auch Saatgut mit, denke ich mal. Oder ne? Ich glaube, wir haben Saatgut haben wir noch im Lager. Ups. Ja, so war das jetzt aber nicht geplant. Er soll ja nur transportieren jetzt. Komm. Na. Ja, das geht schon wieder richtig gut los hier. Ja, dann müssen wir doch einmal. Gucken, dass der irgendwie. So steht er. Boah, ist ein großes Teil, muss ich sagen. Aber so ist das ja auch gut. So, dann Kollege, einmal zum Hof, bitte. Und wir können hier noch ein bisschen Wasser weitermachen. Nah genug dran. So, jetzt aber. Ich denke mal, wenn wir gleich dann die Gewächshäuser einmal wieder in Gang gesetzt haben, dann werden wir auch wirklich schlafen gehen. Wir gucken einmal ganz kurz. Es fehlt halt wirklich gut. Saatgut ist da drin. Da ist auch 2000 Saatgut. Da sind es 1000. Ja, gut. Aber das Wichtige ist eben der Dünger. Da würde ich jeweils eine
Mulder mit dem Fendt GT jeweils da rein. Hm? Dann können wir da weitersehen. Ich hoffe mal, dass der nicht allzu lange braucht und bald hier erscheint bei uns. So, warten wir mal, bis wir hier das Fässchen voll haben. Dann können wir auch rein theoretisch mit dem Tiefenlockerer gucken, ob da mit Lügemissionen gehen. Das wäre doch auch noch ein Ding. Wir hatten doch hier irgendwo. Ja, genau, den Mod habe ich auch noch mit reingenommen. Stimmt ja. Liefern und Transport. Wo man gewisse Mengen anliefern muss. Aber wir haben jetzt hier weder Raps, Gras, haben wir alles nicht. Aber wir können mal Feld 36 pflügen. Das würde ich gerne noch probieren. Das probieren wir auf jeden Fall mal, ob das mit dem Tiefenlockerer funktioniert. Und es müsste ja dann auch wesentlich schneller gehen, weil 9 Meter Arbeitsbreite ist halt einfach eine Hausnummer. So. Und was ich noch mit reingenommen habe, sieht man hier unten. Das ist der Abkippseitenhut, damit man sieht, wo man ablädt. Ist vielleicht gerade bei dem ein oder anderen Anhängerchen ganz sinnvoll, das zu haben. So. Ah, da vorne kommt er. Perfekt. Dann lassen wir nämlich den hier stehen. Da können wir gleich einmal umkoppeln. Und dann hast der ja, ja, Feld 36. Perfekt. Ausmachen. Ja, da fahren wir einmal hier hinter den Kollegen. Kann der erstmal schnell da hochfahren. In der Zwischenzeit dürften wir schon mal das eine oder andere Gewächshaus wieder befüllt haben. So. Da hoch müssen wir. Irgendwann müssen wir hier mal noch die Straße oder eine Straße texturieren. Nein, oh nein, nein, kein Mist. Ach Mann. Ja, dann kippen wir den gleich wieder ab hier vorne. Ups, nein. Da wollte ich hin. Ja, wieder raus mit dem guten Zeug. Ja, wenn man nicht aufpasst und alles nur schnell, schnell macht. Dünger. Das wollen wir haben. 4.500 Liter. Das ist die Frage. Ups, machen wir einmal hier außen rum. Oh Gott, das war knapp. Das war haarscharf. So.
Lieferung Nummer 1. Läuft das hier schon mal wieder? Das heißt, da haben wir doch noch gleich ein bisschen was zu tun mit dem Pflügen da. So, diesmal aber wirklich Mineraldünger. Fahren jetzt aber mal hier ein bisschen Harakiri. Ja, es ist ja ein Fan, der hält das aus. So, dann machen wir noch schnell das dritte Gewächshaus auch. Ich finde eben, der hier ist wirklich so als kleiner Hoftraktor ideal. Gerade eben für die Gewächshäuser. Ich habe ihn ja eben auch bei den Nachbarsbauern inzwischen im Programm sozusagen. Auch später zum Schweinefüttern oder so. Perfekt einfach. Und dann schauen wir uns jetzt gleich mal den Tiefenlockerer an, ob das so klappt, wie das klappen soll. Ja. So, der lädt ab. So, und wir müssen auf die 36. Das ist hier drüben das Feld. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Das war ja irgendwie das letzte Mal schon ein bisschen komisch. Es ist nämlich im Wachstum. Ich weiß nicht, warum das gepflügt werden soll. Mal gucken, ob das jetzt geht. Kein Zugang zu diesem Land. Also es ist irgendwo... passt da was nicht. Pflügen. Sheila McFarland. Ja, Sheila McFarland. Also ich hätte ja eher gesagt, dass die 37 hier gepflügt gehörte. Gucken wir mal, ob wir hier was machen können. Ob das irgendwie noch ein Bug ist mit vertauschten Feldnummern. Ja, guck mal. Hier sind wir richtig. Das ist ja mal wieder sehr witzig. Und wir schauen mal. Ja, geht auch voran. Hm. Und er schafft es. Das ist ganz Wichtige für mich hier, um zu sehen, ob wir damit unsere eigenen Felder, na klar, auch bearbeiten können in Zukunft. Also alles perfekt. Gucken wir mal, ob wir, wie lange wir brauchen für das kleine Feld hier. Das dürfte ja nicht wirklich lange dauern. Ob wir das, mal gucken. Ja, 5 Minuten könnte eng werden, dass wir es fertig bekommen. Aber wir probieren es. Dann könnte man nämlich zur morgigen Folge dann schlafen gehen. So, wir machen gekonnt jede zweite Bahn einmal. Ah, da steht noch der Schneidwerkswagen im Feld. Okay.
So, 28% und ein knappes Drittel haben wir. Ja, könnte sich genau ausgehen, damit wir am Ende der Folge hier auch fertig sind. Gut, es ist ja nicht viel Geld, was wir bekommen. Aber ja, besser als nix. Und es ist ja hauptsächlich ein Test des neuen Arbeitsgerätes hier. So, wir werden jetzt aber erstmal die drei Bahnen rechts von uns machen. Und dann müssen wir hier um den Schneidwerkswagen einfach außen rum lügen zur Not. Ja, das Ding hatte ich hier auch schon im LS19, aber eben in der 6 Meter Variante, da gab es den Breiten ja noch nicht. Ist einfach gut und schnell zum Arbeiten, finde ich. Und wir haben uns jetzt immerhin eine gewisse Zeit lang mit dem Wendepflug rumgeschlagen. Das heißt, wir werden den auf jeden Fall noch verkaufen fahren. Und danach sehen wir dann, wie es aussieht. So, 57% und ja, 3 Minuten. Komm, hau rein, Kollege. So, wir müssen ja jetzt eigentlich, wenn ich mir die Produktion angucke, ja, läuft wieder alles. Hier haben wir na klar jetzt nur noch 36.000 Liter drin, weil wir na klar einiges in die Gewächshäuser geschmissen haben. Weiter. Ich hoffe nur, dass sich das ausgeht. Na gut, 70%. Ah, ja, ich weiß nicht. Dann gucken wir mal, was wir am kommenden Ingame-Tag zu tun bekommen. Gut, wir müssen auf jeden Fall unser eigenes Feld bearbeiten. Da, wo wir den Hafer geerntet haben. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Wobei wir da aber auch wieder einiges mit CP machen können. Ja, tanken müssen wir demnächst. Ja, und reparieren wäre eigentlich auch mal notwendig demnächst. So, jetzt tun wir hier erstmal die Bahn machen. Und wie schaut's aus? Ja, guck mal, 97. Das haben wir doch gleich. Dann passt das doch genau zum Ende der Folge. Dann schicke ich den gleich wieder nach Hause. Wir kassieren noch schnell das Geld. Jo, guck, fertig sind wir. So. Ja, dann, liebe Leute, morgen geht's weiter. Dann werden wir einen neuen Ingame-Tag haben. Oh, und alles Weitere sehen wir dann, würde ich sagen. So, wir kassieren nochmal das Geld. So, damit ja, verabschiede ich mich für heute von euch. Wir sehen uns dann morgen um 9 Uhr wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.